Willkommen zurück zu einer neuen Folge Empyrion, dem Galactic Survival. Wir sind hier noch am Craften von, genauer gesagt, Sprengstoffen. Hallo? Machst du noch was? Ja, jetzt macht er noch was, ja. Hat ein bisschen gedauert hier, Mann, weil manchmal irgendwie hakt das hier ein bisschen noch. In der Zwischenzeit kann ich euch ja schon mal zeigen, wie ich was hier gebastelt habe. Ich habe ja wohl auch ein bisschen hier Hand angelegt, habe hier die Öfen platziert, also sieben Stück an der Zahl, ja. Habe dann hier noch wunderbare Kippchen oben drauf gesetzt. Das ganze Hintergrund, warum wir hier so viel Sprengstoff craften, es geht nämlich... Ich wollte eigentlich erstmal zu dem Spaceport gehen, der wurde aber letztens leer gemacht, also gehen wir hier zu der Factory erstmal, um da uns ein bisschen mal umzuschauen. Des Weiteren haben wir ja hier wunderbar schön alles Kisten sortiert. Mücke, haust du hier ab hier? Das mal. Wenn du schon hier an meinem Stativ hier rum fummelst, blöde Mücke, musst damit rechnen, dass er eine Ladung Gift abkriegt. Jetzt wollte ich hier nicht gegenhauen, weil das macht immer so eine... Bisschen lauter ist das dann für euch denn. Ne, hier wunderbar alles sortiert. Auch ein bisschen höher das Ganze, denn hier die ganzen Rohre alle schön rein. Da baue ich dann noch einen schönen Schornstein nach draußen. Das kommt auch noch alles. Hier natürlich die Konstruktorenreihe, hier kommen dann auch noch ein paar hin. Das Ganze hier oben, schöne Schill-Lounge. Hier ein kleiner Parkplatz danach, für, dass wir hier parken können, uns ausladen können, etc. Dass wir da nicht so weit haben alles. Dann haben wir hier noch ein paar Unterkünfte, also ein bisschen... was an Krankenbetten sollen nachher hier stehen. Hier eine kleine Krankenstation. Also das habe ich nachher weggenommen, ihr habt. Hier Labor betreten verboten. Wird auch noch ein bisschen besser ausgerüstet und ausgestattet werden nachher. Das ist erstmal so weit. Können wir auch noch ein bisschen Licht anmachen hier. Ja, hier ist ja die Schräge von dem von der Rampe, der nachher die da hochgeht. Und hier drüben ist ja der Reaktor. Das erstmal soweit alles habe ich hier in den letzten paar Tagen umgestaltet. Hintergrund war, dass ich das hier so gebaut habe, dass ich drüben besseres oder ein größeres Gewächshaus haben wollte. Also nicht von der Fläche her, sondern von der Höhe. Können wir mal ganz kurz mal reinschneiden hier. Ja, da ist die ganze Zwischendecke raus. Und alles, was hier eben dementsprechend war, habe ich dann darüber verfrachtet erstmal. Oh, jetzt sind hier die Durians auch schon reif. Aber jetzt erstmal nicht, ja. Ja, können wir hier wunderbar springen und jumpen. Hier drüben ist, habe ich dann die Küche hin verlegt. Die Kantine. Ah, das hatte ich euch, glaube ich, schon gezeigt, ja. Und hier hinter ist dann das... Offenheitsbereich mit Schlafbereich dann nochmals. Und so war alles ein bisschen größer hier. Hier musste ich auch ein bisschen umplanen, wie ich was gestalte. Ich wollte hier eigentlich mit Geländer machen, geht aber soweit nicht. Weil ich kann entweder ja bloß hier eine Seite Geländer machen, die andere Seite geht nicht durch die Blöcke, denn hier geht es ja hoch zu Wasser und Wasserstofffabrikation, das Ganze. So, jetzt sind wir soweit hier schon eigentlich durch. Aber hier unten drunter ist ja der Reaktorraum. Ne? Achso, da wollen wir hin. So. Dann können wir uns nämlich die Munition schnappen. Sauerstoff am besten noch unten ein bisschen schnappen. Zu essen hatte ich. Ja, hatte ich hier noch ein bisschen was mit gehabt. Haben wir hier schon alles soweit durch? Ja, können wir alles soweit machen. Dann schnappen wir uns hier noch ein bisschen einen kleinen Sauerstoff.
Sauerstoff klein muss man aber. Bis die oben sind, muss man dann direkt davor stehen dann. Ansonsten wird das nicht. So sollte es eigentlich ausreichen. Ich habe in der Ari habe ich ja noch ein bisschen was. Dann haben wir hier das Pulsgewehr, das Lasergewehr. Dann haben wir noch verschiedene Sturmgewehre als Notfalllösung mit dabei. Aber jetzt erstmal auf zur mobilen Ari. Jetzt muss ich, denke ich mal, hier noch das Raumschiff noch wegkarren. Da kommst du hier. Dann fliegen wir das mal hier rüber erstmal ein bisschen. So, dass wir hier erstmal ein bisschen Platz haben, um da rauszusteuern. Ja, wenn wir da denn rauskommen. Weil ich habe hier unten noch nicht weitergebaut, was denn nachher die Hover-Sachen sind. Also müssen wir da noch uns ein bisschen gedulden denn dafür. Aber da haben wir ja Zeit einigermaßen noch. So, hier Schütztürme sind aus, wunderbar. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht so weit. Wir haben auch ein bisschen an kleine Munition dabei, glaube ich. Oder? Achso. 1500 Schuss. Ja, wir können ja auch vor Ort dann nochmal alles umpacken, etc. Wir müssen so oder so erstmal da, wo die, was die, na, die ganze Munition umpacken. Und Quatsch, und dann die Schütztürme dann wegschießen dann. So, hier sind wir auch noch nicht dazu gekommen, hier noch einen dritten, so einen großen hinzubauen. Aber naja. Achso, sollte man vielleicht auf 3 Meter erhöhen das Ganze hier. Sonst wird das nicht mit uns hier. Da müssen wir hier auch ein bisschen weiter uns links halten. Ein bisschen weiter entfernt von der Armory. Dass sie uns hier nicht wegknallt danach. Weil die ist ja da, die müsste da schon wieder aktuell auf dem neuesten Stand sein. Hier mal ein bisschen durchfliegen. Und vor allen Dingen fliegen wir ja wieder in die Nacht mit rein. Dann müssen wir hier komplett vorbei. Hier ist ja das ist bloß das Crashed. Weißt du? Hat er den jetzt hier genommen hier? Wegpunkt. Besteht hier. Nein. Entfernen. Entfernen. Hallo. Oder wo war denn das gewesen hier? New Marker. Ja. Mülltonne. Besteht hier. Da. New Marker. Voraus denn. Haben wir es denn irgendwo? New Marker da hinten. Dass wir da ein bisschen einen Anhaltspunkt haben. Dass wir hier nicht so ganz so planlos durch die Gegend steuern. Oh, ein Golem in schöner. Oh ne. Wir wollen ja da hinten hin. Wir haben ja eine Mission zu erledigen. So, mal gucken. Schon mal auf Nachtsicht hier umstellen. Dass wir da gut unser Ziel finden. Oder ein Viehzeug hier unterwegs, ey. Müsste ja eigentlich gleich noch. Achso, sind wir schon vorbei. War nicht gesehen. Oder nicht wirklich wahrgenommen. Da das Crash-Traumschiff. Achso, ne. Dann können wir nachher noch machen. Dum, 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 dum. Wir haben. Ach du Jemine. Müssten ja eigentlich das Ding schon sehen jetzt. 400 noch was Meter. Ah, das ist ein bisschen tiefer, war. Das ist natürlich ein. Na gut. Geht eigentlich, sag ich mal. Müsste man denn vielleicht von einer anderen Seite hier mit ran spiken?
Wie weit können wir da schießen? Weil dann müssen wir so oder so denn eben uns ein bisschen nähern, denn Munitionskiste, Frachtkiste, Schubdüse, Artillerie, Eheschütz. Zugriff. Wir haben 378 Meter. Müssten wir eigentlich schaffen. Ist das dann hier Schütz oder haben sie das schon auseinandergenommen? Schweinebock. Ich weiß nicht, ob das ein Geschütz war oder nicht. Aktiv aus. Müssen wir mal vorbei ein bisschen näher ran gucken hier. Scheint ja kein großes Geschütz zu sein. Ups. Hehehe. Erstmal eine kleine Rolle hingelegt. Naja. Wer es mag, war. Nee, den können wir nämlich eigentlich schon was die kleinen Geschütze sind, einschalten. Predator, Predator. Gucken wir uns das mal gleich hier an. Müssen wir so oder so ein bisschen abwärts stehen, aber wir müssen zumindest mal ein bisschen gerade stehen hier. Und dann auch mal gucken, dass wir hier nicht so weit wegstehen dann. Ah, so sollte es eigentlich gehen dann. Der Artilleriegeschütz ist aus. Das ist schon mal schön. Schubdüsen können wir auch ausmachen. Die können wir nämlich hier schon mal aussteigen. Und können im geschützten Bereich der Verteidigung dann. Wir machen doch ein bisschen weiteren Bereich dann. Hier erstmal ein bisschen Zeug auspacken dann. Oh, schon mit der Ruhe hier. Wir haben Zeit, ja. Außer natürlich die nicht treffen tun. Achso, oder mehrere sind denn. Oh. Ich bin ja mal in Feuerung, ey. Ey, trifft ihr da auch was, oder? Verballert ihr bloß meine Munition? Hallo? Ballert ihr da nur meine Munition, oder? Weil das muss ja nun nicht sein, dass ihr hier Dauerfeuer macht für nichts und würde nichts denn. Den stellen wir uns nämlich woanders hin. Achso. Meine Fresse hier, seid doch mal ruhig hier, ey. Aber auch blöde hier. Ja, der fahre ich doch mal näher ran hier, ey.
dass er mal ein bisschen besser treffen tut hier, er. Und nicht hier so einen Scheiß abzieht, er. Treffen die auch mal, er? Ja. Aber auch Haufen Zeug hier, er. Seid ihr mal bald fertig hier oder was, ja? Da können wir den hier so oder so noch durchfliegen, denn hier hin, uns hier hinstellen, dann. Da kommst du ja her, ja. Dann sollte ja eigentlich auch gehen, dass wir uns denn hier hinstellen. Ja, das ist doch wohl eine. So, jetzt ist ja mal endlich Ruhe, ey. Schubdüsen. So, das Hauptgeschütz ist aus, die anderen beiden sind aktiv. Meine Fresse, ey. Ja, das erste Mal säubern ist immer so eine... Ich hab doch Schubdüsen ausgemacht, oder nicht? Ich bin eigentlich bescheuert. Ja. So. Naja. So, das sollte eigentlich erstmal an Munition ausreichend sein. Dann nehmen wir das hier noch mit weg. Sauerstoff packen wir mal. Achso, ich wollte so oder so mal hier mal noch ein paar Kisten eigentlich dran basteln. Habe ich aber auch schon wieder versäumt. Dann machen wir nochmal einmal voll. Ganze. Dann nehmen wir uns hier ein paar Medikits erstmal mit. Und dann geht schon mal los hier. Achso, duck, immer schön, ja. Dings, ein paar. Fotos machen hier. Die tieren sich noch mal, ne? Meine Fresse, ja. Hat denn hier das noch so ein normaler Alien-Vieh oder? Ja, macht das mal Blatt, ja. Hat er noch so ein großes Zeug hier? Oh, das ist doch hier immer. Das ist ja mal richtig interessant hier, ey. Jetzt habe ich nicht gesehen, wo es direkt ist, ey. Blöde hier Shit auch, oder hier, ey? Die Waffen sind doch jetzt schon, oder die Schütze sind nicht mehr allzu zu gefährlich, sag ich mal. Müsste hier unten eigentlich noch eins hin? Ach, ja. Dann aber. Ja, da denkst du immer, dann bist du besoffen, eher. Wenn der hier so rumwankt, er. Dann nehmen wir schon einen Haufen mal. Aber wir haben ja genügend Schuss an Bord hier. Da
sag ich auch erstmal, bevor wir hier reingehen, machen wir hier eine kurze Unterbrechung. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Hier könnt ihr mich abonnieren, sodass ihr nichts mehr verpassen tut. Und noch ein paar Videos, falls ihr jetzt noch Lust dazu habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.